Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge ARK. Leute, guckt's euch an. Ein Federvieh, ja. Da läuft das zweite. Da oben drüber ist noch eins. Und da hinten läuft auch noch eins. Vier Stück hier direkt in unmittelbarer Nähe. Ich drehe hier gerade. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Da ist eins. Wo ist das andere? Ich muss sie ein bisschen im Auge behalten, tatsächlich. Okay, da hinten, das ist auch so ein bisschen bräunlich, sieht auch schön aus. Es wäre natürlich schön, wenn ich ein Niedrig-Level Federvieh bekommen könnte. Machen nicht so viel Schaden. Aber eigentlich ist es auch egal, es wird mich so oder so auseinandernehmen. Wo ist denn das andere jetzt hin? Hier waren doch auch noch zwei Stück. Ah, da vorne läuft es, hat sich hinterm Stein versteckt und da oben ist auch noch eins. Okay, vier Stück am Start. Mann, diese verdammten... Ey. Es ist ein bisschen stressig. So. Eben hier den ganzen Kram wieder. Also ich glaube, ich nehme mir doch eins, was ich nicht durchs Wasser locken muss. Das ist leichter. Weil es ist halt schneller als ich im Wasser. Also im Internet habe ich geguckt, es ist eine Echse tatsächlich. Eine Langkrallen-Echse oder so. Keine Ahnung. Hat der jetzt das Federvieh zerstört oder? Echt, hat der. Ach, Mann, ey. Ich glaube, der hat es gerade gefressen. Ja. Okay, krass. Oder ist es irgendwo hier hochgelaufen? Oh Mann, das wollte ich mir holen, weil ich nicht durchs Wasser muss. Und jetzt holt dieser verdammte Dino sich das. Das Problem ist, es gibt nur einen Dino, der noch stärker ist als das Federvieh. Also so ein T-Rex oder so ist eigentlich gar kein Problem. Das ist nämlich der hier. Ich weiß gar nicht, komme jetzt gar nicht auf den Namen. Da hat selbst ein Federvieh kaum eine Chance. Je nachdem, wie das Levelverhältnis ist, natürlich schon. Aber das ist schon krass. Aber gegen so ein T-Rex oder so, also das ist kein Problem. Mit der stärkste Dino, habe ich mir sagen lassen, den es so mitgibt. Deswegen, aber deswegen möchte ich ihn eigentlich gar nicht haben sollen. Es sieht schon schön aus. Da oben ist auch noch eins. Drei Stück haben wir jetzt immerhin noch. Nachdem eins gerade vor unseren Augen gefressen wurde. Oder läuft das hier noch irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Okay, ich muss also tatsächlich doch durchs Wasser. Es hilft nichts. Sie sind alle drei da drüben. Problem ist, ich schaffe es nicht so schnell hier rüber. Kann das denn nicht? Ich hätte mir einen Bogen mitnehmen sollen. Und kann ich mir eben schnell einen Bogen craften? Ich hätte mir einen Bogen mitnehmen sollen und uns anschießen sollen. Und dann, ne, kommt es ja eh. Das wäre besser gewesen. Holz und Fasern, da kein Problem. So. Holz und ein bisschen Fasern. Ach so. Kompis. Das ist ein wenig nervig. Oh nein, ey. Also man merkt wirklich, diese Gegend hier ist schon... Hallo? Es ist halt viel nerviges Kleinzeug, was hier rumläuft. Das ist halt wirklich nicht so schön. Ich bin mir echt gar nicht sicher, wie der Dino heißt mit diesem komischen Schirm da auf dem Rücken. Vor dem habe ich nämlich wirklich ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe auch Schiss vom Biber so, ne? Je nachdem, welches Level macht er mich auch
Vorash, obwohl ich schon Level 80 bin. So, was haben wir denn hier? Was brauchen wir denn? Vielleicht den Bogen. Ja, den Bogen kann ich machen. Sehr gut. Und dann vielleicht noch ein paar Pfeile. Drei Pfeile, das reicht. Ist okay, ich muss ihn nur anlocken. So. Und mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Okay. Da hinten ist es. Oh, diese nervigen Vögel, ey, Jesus. Ich muss mich mal eben hier umlehnen. So. Fast. Oh Mann. So. So, das muss ja jetzt mal funktionieren hier, ey. Der ist gesehen, der springt mir einfach ins Bild rein. Was hört sie hier? Ich bin echt nicht so gut mit dem Bogen. Aber ich habe halt auch keine Lust, jetzt hier wirklich durchs Wasser zu gehen. Ich bin auch gar nicht sicher, ob die so zusammenhalten irgendwie. Wir sind jetzt natürlich beide direkt da am Start. Und ob die dann beide auf mich drauf gehen. Oder ob die wirklich einzeln. Nee, das da brauche ich. Ey, das kann doch nicht sein. Nice. Boah! Mein Gott, ist das schnell. Wollte mich doch nur schnell umdrehen und gucken, wo es ist. Oder steht es direkt hinter mir? Oh mein Gott, wo muss ich hin? Oh meine Güte. Egal, das verfolgt mich, das ist gut, ich bin auf dem richtigen Weg. Boah. Mein Gott, war das laut, ey. Krasse Sache. Okay. Muss mich eben ein bisschen ausruhen. Es hat komplett alles von mir zerstört. Oh mein Gott, ich glaube, es verfolgt mich immer noch. Oh. Aber es hat ganz, ganz gut funktioniert tatsächlich. Boah. Mega auf Adrenalin gerade. Wo ist es? Dass es jetzt hier irgendwie um die Ecke kommt. Das Federvieh jetzt hingelaufen, ey. Nice. Ich hab's angeschossen. Ich weiß, dass es hinter mir ist. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Ja. Es kommt, Jesus. Oh, yes. Oh mein Gott, ey, boah, das ist Nervenkitzel pur, ey. Meine Güte. Krasse Sache, okay. So, direkt jetzt hier respawn. Oh mein Gott, es ist auch noch nebelig. Warum denn ausgerechnet jetzt, ja?
7 Millionen Tage lang nie Nebel, ey. Und hier ausgerechnet jetzt, wenn ich das verdammte Federvieh holen möchte. Nebel des Todes. Oh, nein, ey. Oh, wie weit bin ich denn gekommen? Na, es ist noch ein kleines Stück. Aber es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch auf mich getriggert ist. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen den Weg und so, ne? Wo muss ich hin? Okay, ich muss einfach hier runterlaufen. Sehr gut. So, wo ist es? Uhr. Jetzt kommt so langsam auch mal endlich die Mittagssonne und der Dingens verzieht sich, der Nebel verzieht sich. Zack, ich hab's angeschossen. Ich bin begeistert eigentlich. Es funktioniert doch besser als gedacht. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen, ist aber nicht schlimm. Ja, als ob jetzt ein Raptor kommt, ey. Genau. Hallo? Wirklich, hier sind nie Raptoren, ne? Und ausgerechnet jetzt läuft hier einer rum. Ey, dieses Spiel, das ist... Das macht mich ein bisschen... Klein bisschen wahnsinnig. Es ist ein bisschen stressig. Wirklich. Also die letzten Folgen, nie war hier irgendwo ein Raptor am Start. Wo bin ich hingelaufen? Ich sehe auch den Strahl gar nicht, aber es kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt so weit weggegangen bin. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Einzige, ja doch, ich bin hier entlang gelaufen. Okay, das wäre aber auch nicht so... Ja, selbst hier waren nie Raptoren. Ganz selten. Ausgerechnet jetzt ist hier einer, ey. So. Sehr gut. Ah, Mann, ey. Auch dieses, dass sie einen dann so runterreißen, ne? Das muss abgeschafft werden, wirklich. Das muss abgeschafft werden. Das ist ja die nervigste. Also. Das ist ja. Das ist ja nicht mehr schön, ne? Und nein. Nein, ich bin gefangen. Ich bin genau in das... Da bleibe ich immer stecken und ich komme da nicht mehr raus. Und genau da bin ich jetzt reingelaufen, ey. Geil. Nee, ey. Okay, ich brauche Fasern, um es zu reparieren. Aber ich mache jetzt erstmal hier diesen Stein weg, ey. So, das ist ja das Nervigste überhaupt. So, und dann fäll ich hier die Bäume. So. Damit ich hier wirklich freie Bahn habe. Komm, den Baum fäll ich auch noch. Die Hütte hier benutzen wir eh nicht mehr. Vollkommen egal. Aber es kommt schon in meine Richtung.
Nein, doch nicht, oder? Nice. Gut, ich brauche gar nicht gucken. Es ist auf jeden Fall hinter mir. Höre ich es? Ich hoffe nur, es greift das Geflügel nicht an. Wo ist es denn? Was läuft da hinten rum? Das Problem ist, ich könnte sie ja jetzt auch von hier aus abknallen, aber dann läuft es halt wieder weg, wenn es kurz davor ist, ohnmächtig zu werden. Deswegen muss ich sie einfangen. Habe keine andere Wahl. Es muss... Jetzt ist es hier mit dem Haus beschäftigt. Ey, ich werd wahnsinnig. Ich versuche mal eben was. Ich nehme jetzt die Betäubungspfeile und Knüppel mit. Und dann versuche ich es mal eben so zu erledigen. Ich hoffe, dass mir halt wirklich nicht wegrennt. Ich habe jetzt gar nicht mehr daran gedacht, dass es ja das Haus angreift. Oh, nein. Stimmt. So. Mal eben hier schnell die Betäubungspfeile mitnehmen. So. Ich weiß nicht, ob die Armbrust schneller ist oder... Okay, was brauche ich noch alles? Bären habe ich zur Not. Kann ich mir aber da noch holen. Ich hatte doch noch was. Genau, den Knüppel. So. So, 64, okay. Es ist noch am Haus zu gehen, ne? Denn das in die Schießen, ey. Ah. Okay. Oh Mann, ich hoffe, das funktioniert, ey. Das jetzt hier vorstelle. Jetzt versucht zu flüchten. Versucht zu flüchten. Vielleicht kriege ich es. Oh, Leute. Oh mein Gott. Das ist ja der Hammer. Ich kann es gar nicht glauben, ey. Ich habe einfach ein Federvieh. Oh, es geht mega schnell weg. So, was braucht das jetzt? Bären oder... Okay. So, ich hoffe, dass das Bären frisst. Ich muss direkt Bären sammeln. Boah, ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt so krass funktioniert. Es konnte nicht wirklich flüchten und... die Folge... boah, das ist ja der Hammer. Also ich werde jetzt nicht die ganze Zeit hier dabei...
aufnehmen, wie ich es zähme. Ich habe gehört, das soll recht lange dauern. Ja, Wasser ist mir jetzt egal. Zähmung. Nice. Okay. Wir machen ein paar Beeren rein, ne? Lecker. Und dann nimm dir ruhig das, was dir schmeckt. Kein Problem. So, hauen wir hier noch mal ein paar Dingens rein. Okay, 5,1. Krasse Sache. Hier liegt einfach ein Federvieh. Liegt so ein bisschen halb im Boden. Ist aber nicht schlimm. Das war es von der Folge. Ich werde jetzt was trinken gehen. Werde direkt wieder hierhin zurückkommen. So, ich musste gerade nochmal schnell was trinken gehen. Ich werde jetzt zurück zum Federvieh gehen. Werde es weiter zähmen oder weiter halt dabei sein. Das war es von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Wahrscheinlich mit dem Federvieh im Käfig wieder. Bis später. Ciao.